resigned of the Schon,
hat schon den Ärmelkanal gezwungen. Davon gibt es einige hier im Feld, die diese unglaublich schwierig haben. Zwischen KI und Louvre. Den Ärmelkanal zu beschwimmen und auf andere große Wasserstraßen der Welt. Ist hier im Geschwindigkeitsrausch. Vor uns, davor im Anschluss an diesen Lauf haben wir jetzt noch ein Superfinal über 50 Meter Brust, männlich und weiblich. Da sind nochmal die ganz schnellen Damen und Herren dran. Und dann würden wir uns sehr freuen, wenn Sie alle hier bleiben würden, um die Besten der Besten bei der Siegerehrung zu feiern und ihnen zu applaudieren. Also das ist der Programmapplaus für heute Nachmittag. Das heißt, diese Schwimmer haben über die Hälfte ihres Wettkampfes bereits beendet. 50% geschafft. Wir sind irgendwo bei 9,5 Minuten. Die Damen und Herren, die hier in München stehen, die hier überraschend blinken, rutschen, aufsteigen, aufsteigen, aufsteigen. Das gehört ja alles dazu, aber das muss man alles erstmal zustande bringen. Wir haben jetzt hier schwimmen, wir jetzt schon einstellige Zahlen sehen. Beim Hamza die Siegen. Also Munkhausen, wir bereiten uns langsam aber sicher auf den nächsten Zieleinlauf vor. Und unsere Zaungäste der Mann gegenüber, könnt ihr uns eine Höhe? Könnt ihr uns hören? Also, die Weltmeisterschaft über 1000 Meter aus der Hand. Gratulation, dass die Damen am Ende nach oben ziehen, auf den Hängen und dann Platz machen für noch mehr Zuschauer. Und wir schauen den Strecken, wo der Hamza gleich nur noch 5 Bahnen zu absolvieren hat. Die Zeitraum liegt 14 Minuten. Also da kann er dann richtig stolz sein, wenn er aus dem Rennen steigt. Und dann wird er sich von seiner türkischen Mama und von seinem türkischen Papa ein dickes Dankeschön und Gratulation abholen. Thank you.
pushed hard, eh? Schwimmer.